need some. Nightcap. Oh, da ist Fenrir wieder mal über die Klinge gesprungen. Obwohl, können wir ihn noch totstellen lassen? Okay, jetzt kann ich ihn wieder beleben. Wiederbelebung und Heilung. Na, bis jetzt ist der Kampf relativ ausgeglichen. That's not very helpful. Machen wir mal das Siegel da weg. Dann nehmen wir mal das Eteo. Und so die Heilung. Dann noch eine reinigende Flamme. Alof, eine Lanze. Ich verwurzel den Jungen. Du machst einen durchdringenden Schlag auf ihn. Verlangsamen wir ihn auch noch. So, das war's mit dem. Ahoy. Und eisenbeschlagenes Zauberbuch. Was, Konzelhauts Schädel? Konzelhauts Visage beschwört die geisterhafte Visage von Konzelhaut. Einmal pro Ruhephase. 5 Reihen Schaden. Okay. Ausgeteilter Zersetzungsschaden. Interessant. Oh, was ist das? Anstrengung. Ein Zweihänder. Palegina würde sich freuen. Was? Ein Gürtel mit plus 3 Verfassung? Ja. Oh, was ist eigentlich das für eine entschlüsselte Aufzeichnung? Achso, das war das Gebräu. Salz, Schlind, Feuerstein und Morafleisch.
Ach, das ist ein Teleskop. Ich habe es zuerst für den Dings gehalten, für einen Kran. Auf der Schriftrolle ist der Text einer Huana-Legende über ein Sternbild verzeichnet. Eine Stelle ist unterstrichen. Als sie nach ihrem Köcher griff und ihn leer vorfand, warf die Jägerin ihren Bogen auf den Boden und war fest entschlossen, den Panther mit bloßen Händen anzugreifen. Mhm. Durch das Teleskop schauen. Das Bände tageslich macht es unmöglich, irgendeinen Stern zu sehen. Du wirst bis zum Einbruch der Nacht warten müssen. Okay. Was können wir hier anstellen? Ups, das wollte ich nicht. Der Steuermechanismus des Sonnensystemmodells funktioniert nicht, obwohl er erst kürzlich geölt wurde. Einige Hebel zeigen Anzeichen, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hat. Eine Plakette auf der Seite trägt das Symbol einer Hand, die Staub wegwischt. Die Plakette lesen. Bakana, wenn du dies liest, hast du es erneut vergessen. Du hast deinen Verstand zum Explodieren gebracht, als du versucht hast, Bakanas Klarheit der Gedanken aufzuschreiben. Es tut mir leid. Stelle dich niemals selbst im Zweifel. Deine Jahre der Forschung waren nicht vergebens, auch wenn dich am Ende nun niemand Erzmagier nennt. Auch wenn alle über dich lachen. Ich weiß genau, du erinnerst dich an die Legende, die sich um die Lieblingskonstellation der Huana rankt, die Jägerin. Du brauchst ein wenig Selbstvertrauen, dann gib die Koordinaten der Jägerin und die drei Stadien in ihrer Geschichte in das Modell des Sonnensystems ein. Du bringst selbst mit nur einem halben Gehirn mehr zustande als die meisten fähigen Zauberer mit einem ganzen. Also begib dich wieder an die Arbeit. Liebe Grüße, Bekarna. If I don't survive our adventures, promise me you'll burn all my books. Versprichst du mir, dass du all meine Bücher verbrennen wirst, falls ich unser Abenteuer nicht überlebe? Alof wird rot. Die Steuerung genauer untersuchen. Die Hebel steuern eine Reihe von Einstellrädern mit Zahlen. Sie entsprechen Höhenlage und Richtungswinkel der Himmelskörper. Es können 4 Zusammenstellungen von Koordinaten auf einmal angegeben werden. Wenn es die richtige sind, setzt sich der innere Mechanismus des Globus in einer exakten Kombination an Drehungen in Bewegung. Also ja, ich brauche erst die Koordinaten der Sternenbilder. Oh, die haben noch was für mich. Außergewöhnlicher Plattenpanzer. Ach so, das Zeug habe ich gar nicht eingesammelt. Hehe. Gut, das heißt, wir warten. Bis Mitternacht. So. Durch das Teleskop schauen. Ein Sternmeer erstreckt sich vor dir. Der Nachthimmel ist dir nicht unbekannt, aber du siehst ihn selten aus solcher Nähe. Dir wird plötzlich schwindelig. Die Sterne verschwimmen aus ihren normalen Positionen. Als du wieder scharf sehen kannst, brechen die Himmelskörper einer nach dem anderen auf und ihre Lichter verschmitzen ineinander. Die Sterne kommen zusammen, um eine Reihe zwinkernder Augen zu bilden. Hallo Kumpel, die Worte schreiben sich selbst in die Sterne. Unter den Zwinkern, den Augen wird die Mundsichel langsam breiter und dreht sich zu einem Grinsen. Whale? Ja, du dich so umsiehst, versuchst du den Kopf nicht mehr zu sehr darüber zu zerbrechen, was es hier oben gibt. Manche Geheimnisse sind es wert, für sich behalten zu werden. Das größte Auge zwinkert. Du blinzelst und der Nachthimmel nimmt wieder sein normales Bild an. Du siehst aus, als könntest du ein wenig frische Luft gebrauchen. Alof blinzelt dich besorgt an. Wir sind hier oben an der frischen Luft. Ja, nach dem Sternbild der Jägerin suchen. Du findest die Jägerin mit ihrem Waffenbandolier aus einem Band von Sternen mit Leichtigkeit. Du notierst die Koordinaten des Sternenbilds. Eisvogel suchen. Du erkennst die Position des Eisvogels direkt über einem besonders hell leuchtenden Sternenpaar. Du notierst dir die Koordinaten des Sternenbilds. Panther. Du erkennst den Panther nahe einer Sichel aus Sternen, die einen gefallenen Bogen darstellen sollen. Du notierst dir die Koordinaten des Sternenbilds. Und den Leviathan. Der Leviathan befindet sich über einem Sternenhaufen in Form eines zerbrochenen Kanus. Du notierst dir die Koordinaten. Durch das Teleskop staunen. Mehrere helle Sternbilder drängen sich am Nachthimmel. So.
Okay, warum auch immer das schon abgeschlossen wurde. Das hatten wir. Berkana hat etwas Wichtiges im Sonnensystemmodell oben auf ihrer Forschungsstation versteckt. Das Gerät hat einen Mechanismus zur Eingabe der Koordinaten der Sterne am Nachthimmel. Die Tafel an der Steuerung des Sonnensystemmodells erwähnt etwas über eine Jägerin und die drei Abschnitte ihrer Erzählung. Vielleicht sind alle vier Teile der Geschichte ja irgendwo im Observatorium zu finden. Das Sternbild des Eisvogels befindet sich zwischen ein paar besonders heller Sterne. Ich werde das Teleskop neben dem Sonnensystemmodell verwenden, um es zu finden. Das Sternbild Leviathan ist oberhalb eines Sternenhaufens zu finden, der einem Kanu ähnelt. Ich werde das Teleskop in der Nähe des Sonnensystemmodells brauchen, um ihn zu finden. Ich finde die Jägerin am Nachthimmel, indem ich mit Hilfe des Teleskops neben dem Sonnensystemmodell ihr Sternband suche. Ich habe die Koordinaten des Sternbilds des Eisvogels erfahren. Das Sternbild des Panthers befindet sich in der Nähe einer Sternreihe, die sich wie ein Bogen krümmt. Das Teleskop in der Nähe des Sonnensystemmodells wird nützlich sein, um es zu finden. Ich habe Panther erfahren, ich habe Jägerin erfahren. Es ist unmöglich, das Teleskop tagsüber zu benutzen. Ich werde warten müssen, bis die Nacht hereinbricht, um die Sterne zu beobachten. Ich habe die Koordinaten des Sternbilds Leviathan erfahren. Ich habe die Koordinaten aller vier Himmelskörper lokalisiert, auf die Berkana in ihren Anweisungen verwies. Ich sollte nun das Sonnensystemmodell aktivieren und enthüllen können, was sie versteckt hat. Also, dann gucken wir mal. Die Steuerung des Sonnensystemmodells ist geölt und bereit zum Betrieb. Die Koordinaten für die Konstellation der Jägerin-Legende eingeben. Als die letzte Zahl einrastet, hörst du das Knirschen der Tarnräder, die sich langsam in Bewegung setzen. Unter deinen Füßen baut sich eine dröhnende Vibration auf. Oh, da ist tatsächlich was drin. Ein riesiger Zauberstab? Ja, Lauf. Silber-Utoki. Als größte rautanische Münze im Umlauf wird der Silber-Utoki nur für Großhandelstransaktionen verwendet. Mehrere Generationen der Utoki-Krone wurden gemünzt. Das Bild auf der Vorderseite erinnert sich mit jedem Ranganui. Die Rückseite wird stets von einer Krone geziert. Berkanas Forschungen. Dieses Tagebuch beschreibt die Studien des Nachthimmels der Zauberin Berkana. Sie hat ein Observatorium gebaut sowie spezielle Instrumente angefertigt, um ihre Theorie, dass Maich-Arcade-Energie aus unglaublich weit entfernten Quellen stammt, vielleicht sogar aus den Sternen selbst nachzugehen. Ihr letzter Eintrag lautet: Die Sterne sind entweder tote Zonen oder meine Instrumente sind nicht genau genug. Über ihre Energiesignatur schreit eine Seelenessenz-Konzentration, die sich durch das Todesfeuer bewegt. Genug, um die Bezeichnung Fluss zu verdienen. Seltsamerweise scheint sie dort an Geschwindigkeit zuzunehmen, wo sie nach Nordost abdriftet. Als ob sie in einen Stuhl gezogen würde. Was ist dies für eine Region, die solch einen Zug auf Reinkarnation an sich ausüben kann? Berkana, das ist zu hoch für dich. Ja. Nachdem ich das Sonnensystemmodell in Berkanas Observatorium aktiviert habe, öffnet sich einer von Eoas Monden, um ein Versteck zu offenbaren. Was auch immer Berkana versteckte, muss sich darin befinden. Nachdem ich nun Berkanas Notizen gefunden habe, werden Akime und der Zirkel der Erzmagier ihre Arbeiten studieren wollen. Ich fand Akimir in seinem Anwesen in Perikis Aussichtspunkt. Ja. Gut. Wir machen jetzt erstmal gleich das Level up. Dann ist Hagrim Stufe 19. Heimlichkeit und Blöffen. Wobei etwas Tiefblick nicht schaden könnte. Ich bin in der letzten Stufe.
Erhöht deine Kraftstufe und damit die Effizienz aller Fähigkeiten. Boah. Das wäre eine Sache. Die Waffenangriffe des Waldläufers zur Unterbrechung, wenn ein kritischer Treffer erzielt wird. Der Waldläufer hat seinen Gefährten trainiert, seine Beweglichkeit und Schnelligkeit einzusetzen, um Feinde im Kampf auszumanövrieren. Wenn der Feind den tierischen Gefährten des Waldläufers beim Nahkampfangriff verfehlt, trägt das dem Feind einen Abzug für seine Abwehr ein. Also ich nehme auf jeden Fall die Kraftstufe. Der Waldläufer und sein tierischer Gefährte verbergen sich aktiv. Sie sind nicht mehr sichtbar, bis sie angreifen. Während sie unsichtbar sind, erhalten sowohl der Waldläufer und sein tierischer Gefährte Heilung und die Dauer der gegnerischen Wirkung wird verringert. Aha. Herzsucher. Ach, Herzsucher. Klingt gut. Das ist egal, was es ist. Es ist stark und teuer.